Hallo, hier ist die Tenkaichi Meister mit einem kommentierten Gameplay in Battlefield Vietnam. Heute auf der Map Chaos Sonnentempel und ich spiele mit der M16A1. Tut mir leid, wenn ich jetzt wenig rede, weil ich bin gerade erst aufgestanden. Es ist fast 9:30. Ich habe jetzt wieder angefangen, mehr Vietnam zu spielen. Das hat mir jetzt irgendwie wieder richtig Spaß gemacht. Und ich habe mit fast noch gar keiner Waffe richtig in das Spiel gespielt, außer der PPSA und der M40. Und da bin ich tot. Vietnam ist jetzt vielleicht nicht so übersichtlich wie Bad Company, aber naja, es macht Spaß. Ich finde es überhaupt schade, dass Dingens nicht für den PC rausgekommen ist. Battlefield 1943, weil ich das Spiel unbedingt mal spielen wollte. Aber die M1911, die M1A1 und die M1 oder der Enderman's Garant sind ja so gesehen Waffen aus dem Spiel. Darum kann man sich in Vietnam genauso fühlen wie dort. Oh. Hab einen. Verdammt. MacTel noch 5. Double kill. Collateral. Hier ist keiner. Scheiße, ist die Flak explodiert. Ups. Wir haben verloren. Hanoi, dass vietnamesische Truppen einen Sieg über einen unserer Einsatztrupps errungen haben. Die Kommunisten erklärten dies als großen Triumph. CENTCOM hüllt sich in Schweigen und behauptet, nichts von einer gescheiterten Mission oder vernichteten Einheit zu wissen. Jo, aber ich mache jetzt noch einen zweiten Teil davon. Ja, 3-3 würde ich mal sagen. Okay, Pubaital. Also, okay. Ich nehme wieder dieselben Sachen. Doch diesmal nehme ich die M1911, weil ich während des Aufnehmens einfach nicht Rapid Fire kann. Wer schießt auf mich? Hilfe. Scheiße, was war das? M16, okay. Dann bin ich wenigstens gleichberechtigt. Den hab ich. Den auch. Wenn auch knapp. Er sieht mich hier nicht. Das geht nicht kaputt, du Scheißteil. Was war das? Scheiß Panzer. Okay, ich wechsle mal zu AK. Ja.
geht ja schon mal gut los mit dem Ding. Momentan ist es eher still, also keine wirklich vielen Gegner. Oh, mir ist erschreckt. Ah! Den bin ich umgangen. Wer schießt da? Shit. M79? Der Granatwerfer, achso. Also ich sag euch, wenn ihr das Geld dafür habt, kauft euch unbedingt, wenn ihr Weltkampf nicht habt, Vietnam, weil das Spiel ist richtig gut. Und für die PCler unter euch, die Performance des Spiels ist besser als das normale Weltkampf. Das merkt man jetzt vielleicht in der Aufnahme nicht so wirklich, aber es ist so. Oh! Mad shit. Scheiße! Ah! Oh. Krieg fast gar keine Kills mehr. 5, 6. Auch wenn ich sage, immer wenn ich aufnehme, dann sterbe ich irgendwie, weil ich wahrscheinlich auch vorsichtiger bin, nicht so häufig, als wenn ich nicht aufnehme. Feuer einstellen! Bei deren hin. Feuer einstellen! Überfährt ihn eiskalt. Gegner. Fuck. Mann. Den aber. Fuck. Hätte ich noch ein paar Schuss mehr drin gehabt, dann wäre auch noch der andere dran gewesen, weil jetzt nur noch 25 HP. Jetzt habe ich es wenigstens wieder ausgeglichen. Weil die Runde hier, wie es aussieht, einfach zu lange dauert. Oder ich muss es halt zurechtschneiden. Vom Fahrzeug getubed. Ah, scheiße. Die PPSH gehört einfach nicht in das Spiel. Das Ding ist einfach zu overpowered. Den hab ich. Was auch immer der da gemacht hat. Sind ein paar. Ach, so ein Scheiß. Gehe ich mal ein bisschen außen rum. Hab ich.
Wir haben nur noch 15 Leute. Scheiße. Oh. Hör, wie viel Leben hatte der Typ? Also ich habe ihn 4-5 Mal mit der AK angehittet, dann noch mit dem Tube angehittet und dann nochmal mit der AK angehittet und er hatte immer noch 20 HP. Beziehungsweise es waren zwei unterschiedliche Typen, aber trotzdem müsste ich dann jetzt bald mal einen Assist bekommen. Was? Wo? Okay, warte, ich nehme mal kurz den Pio. Oder auch nicht. Oder doch. Das bisher kaum LOL. Okay, wir haben es geschafft. Wurde aus der idyllischen Landschaft ein blutiges Schlachtfeld, auf dem NVA-Panzer, amerikanische Truppen und Artillerie vernichtend schlugen. Okay, das war's mit diesem Commentary. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Joa. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Die Tenkaichi-Meister.